So, einfach nur damit das Gelegge zwischendurch mal aufhört. Ich muss auch gucken, wo habe ich denn die blöde Blume gefunden gehabt? Ich habe sie ja schon im Inventar gehabt. Dann habe ich sie für irgendwas ausgegeben. Nur für was? Und wo hatte ich sie hergeholt? Huch. Geh weg. Okay. Da oben ist wieder so ein Viech. Da oben ist ein Z was zur Hölle? Ein rasierter Kaktus. Okay. Keine weiteren Fragen. Go, go. Oh, wann habe ich das denn gekriegt? Zzz. Sehr durch schneller alle. Nö. Wow. Wie kümmere ich den jetzt, ey? Ist ja abartig. Okay. Gut zu wissen. Klunk. Ja, und der Mob da drüben ist natürlich da. Arsch. Aha. Verdammt. Dumm. Das war gekonnt. Jetzt ein bisschen kürzer mache. Zurück. Wow. Jetzt aber. Ach. Dankeschön, danke. Damit haben wir das, was wir wollten. Sehr schön. Hopp. Eieieiei. Alles klar, die kann man also nur kriegen, wenn man hier Dinge anwirft. Muss ich mir merken, falls ich die nochmal brauche. Okay. Damit haben wir das. Ja, ins Wolken mit zurück. Ei, 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 ei. Wo sucht die Dumb? Juhu. Wolkenhort. Wolkenhort. Karte. Hinter mir. Jetzt sehe ich. Nein! Ah, nicht zu schräg halten, das mag die Refamilie auch nicht. Hochziehen und durch da! Dankeschön. Das Ganze mal ein bisschen beschleunigt. Oh. Das war schnell reagiert. Und gelandet. Dankeschön.
jetzt schnell da rein. Ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. So. Hey Kleiner, kriegst du, bleib mal dran. Ja, komm. Nein. Komm. Ganz genau. Blablabla. Hier bitte. Ah, oh, ist das ein Rastan? Das ist ja fabulös. Das ist eine. Jo, tatsächlich, die Essenz der Wurzel gibt ein absolut hervorragendes Öl ab. Unglaublich, damit habe ich mein Tabu endlich repariert. Aber warte einmal, ich bin gleich mit der Arbeit fertig. Ja. Ich dachte, er braucht nur das Öl. Puh, und fertig. Ja. Angemalt habe ich ihn übrigens auch noch. Hell. Danke, ich bin wieder voller Energie. Ich bin jederzeit bereit, wenn es etwas zu transportieren gibt. Hm. Wer ist denn der grüne Wicht? Er spricht, Trapo spricht. Ha, ich bin der beste Mechaniker aller Zeiten. Guck mal, Trapo, der grüne Kerl hier hat mir geholfen, dich zu reparieren. Also sei ihm dankbar, verstanden? Dieser Wicht, hm? Also gut, vielen Dank, dass du dabei geholfen hast, mich zu reparieren. Reicht das? Wie ist der denn drauf? Also wirklich, wie sprichst du denn mit deinem Lebensretter? Sei ein guter Roboter und hilf ihm, ja? Unsere Freundchen hat nämlich Arbeit für dich. Pah, das ist mir doch egal. Ich rede, wie ich will und basta. Ich lasse mich doch nicht von so einem Wicht herumkommandieren. Ahem. Gebieter, es ist möglich, den herabgestürzten Windradpropeller durch die durch das große Windrad mit der Aurasucht zu finden. Was? Es ist jedoch zu schwer, um ihn in eine Tasche herumzutragen. Wie, was? Oh. Was? Die Fei? Oh, werte Fei. Wie kann ich euch dienen? Was zur Hölle? Sehr wohl, werte Fei. So schwer es auch sein mag, für euch trage ich es bis zum Ende der Welt. Gebieter? Mithilfe des Roboters ist es möglich, das Windradpropeller aus dem Erdland hierher zu transportieren. Gib dich auf die Suche nach dem Propeller. Also, ich helfe dir, grüner Wicht. Frage die Erde fällt frei, wenn du mich brauchst. Ich kann ihre Gedankenwellen aufspüren. Bitte die Werte frei, mich zu rufen, wenn ich etwas transportieren soll. Mhm. Wie findest du eigentlich die Sachen, die unten da die Wolken gestürzt sind? Vielleicht hilft dir ja unser schrulliger Wahrsager da drüben. Er sieht aus wie ein Hohlkopf, aber seine Vorhersagen sind meist gar nicht so übel. Ja. Windrad, sehr gut. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit es aufhört zu blinken. Sei gegrüßt, du siehst sehr lächerlich aus. Junger Freund, soll ich dir deine Zukunft verhersagen? Ich habe was zu verlangen, ich ziehe nur, aber warte, sage ich, im Blick für nur einen einzigen Rubin. Nur einen Rubin, okay. Oh, wie schön, ich hätte schon lange keinen Kunden mehr. Nein, verstehe mich nicht falsch, die sagenhaften Augen verfügen über die Macht der Weißaugen, mein Freund. Also gut, worüber möchtest du dich erfahren? Schätze. Schätze, mein Schatz. Schätze also. Nun, ich selbst habe ja noch nie einen Schatz gefunden. Aber wie dem auch sei, meine Augen sehen alles. Dann wage ich nun einen Blick in die Kristallkugel. Oh, ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Oh, ein Wald, ein Wald. Ein Land voller Sand, ein feuriger Berg und dazu zahlreiche Monster. Über welche Schätze soll ich... Oh, Wald, da müssen wir eh hin.
Derweil, da, ich sehe deutlich vor mir, du kannst Vogelfedern und Bienenlarven finden. Fange kleine Vögel mit dem Netz, um die Vogelfedern zu erlangen. Bienenlarven hältst du? Ja. Du hast ein. Moment, du hast. Moment, hast du Glück auf deiner Seite, findest du statt einer Vogelfeder sogar eine seltene blaue Vogelfeder. An deinen meisten Orten kannst du zudem Bernsteinhalbmonde und seltene oder die seltenen Finsterhalbmonde finden. Letztere findest du jedoch nur während einer Prüfung. Der seltene Schatz, den ich sehe, ist das Geschenk der Göttin. Findest du diesen, bist du wohl wahrlich zum Glück gesegnet worden. Nun, das wäre alles für den Moment. Okay. Das Geschenk der Göttin. Ist das ein Teil für die Flamme oder was? Egal. Erstmal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück in den Wald, weil ich schätze mal, so wie das Ding steht, ist das Ding irgendwann in den Wald gefallen. Also die Windmühle, die steht ja. Ja, du schon wieder. Die steht ja da am nächsten dazu. Kann ich da vielleicht hier schon was aufspüren? Nee, ne? Hä? Ach nee. Da muss ich lang. Das war fail. Okay. Jetzt schwimmen wir mal eine Runde. Wo kam ich denn hier an Land? Da. Das war dumm. Egal. So. Aha. Dumm, die dumm. Ach ne, ich hab gerade gedacht, da hinten ist ein Pfeil, aber das ist ja gar keiner. Okay. Wir müssen eindeutig da lang. Auf zur Propellersuche. Ich frage mich jetzt gerade nur sowieso, wie kann Fai es schaffen, den Propeller mit der Aurasuche zu finden? Ich meine ja nur. Und tschüss. Auf zurück zum Feuerberg. Oder weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Gegend hieß. Ja. Zu welcher gehen wir denn jetzt am besten? Vulkan Eldin, Vulkan Aufstieg, Vulkan Osten, Tempel. Machen wir Vulkan Aufstieg. Hoppala. Ja, bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich lang muss. Hoch. Nein, zurück. Hölle. Geht weg. Natürlich ganz oben auf der Spitze. Warum denn noch nicht? Weg mit dir. Moment mal, habe ich da gerade richtig gehört? Hat der hier gerade irgendwo... wir werden das jetzt anders machen. Komm. Er ist ziemlich weit oben und bevor ich mich jetzt in halber Ewigkeit abracke, da hochzukommen, machen wir es anders. Einmal kurz ins Wolkenmeer. Ja, ich hätte mir echt denken können, dass ich lieber nach oben hätte gehen sollen. So, einmal hoch. Ich glaube, das spart mir sehr viel Zeit. Normalerweise könnte sich jetzt einmal hochschießen lassen und direkt wieder runterfallen. Na egal. Super.
Einmal wenden, bitte. Einmal über das kleine Loch fliegen und runter. So, und jetzt nach oben zum Tempel, zur Spitze des Berges. So. Moment, ich glaube, ich weiß, wo... Ich weiß, wo der Dreckspropeller liegt. Den habe ich nämlich schon gesehen. Haha. Der liegt da rechts. Da unten. Da ist er. Ist er, scheint der gesuchte Windradpropeller zu sein. Es ist möglich, den Roboter zu rufen und... Ja, hol den Roboter. Siri, ich werde den Roboter wie gewünscht rufen. Pling. Hi. Oh yeah. Pferd frei. Ich habe mich. Ihr habt mich gerufen. Das hier soll ich abtransportieren. Du stehst im Weg, grüner Wicht. Mach gefälligst Platz. Wieso hat sich ein Roboter einen Pfeil verschossen? Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Ja. Genau. Ich schlage vor, dass wir zurück zum Wolkenmeer reisen und den Propeller an den Platz bringen. Ja. Bin ich auch für, damit wir den nächsten Tempel mal freischalten. Dumm, die dumm. Dumm, geschafft. Was ich aber mal kurz machen könnte, wäre. Dumm, die dumm. Nein. Es ist absolut nicht gefährlich, brennende Bomben sich in die Tasche zu stellen. Absolut ungefährlich. So, dann sind wir hier. Hoffentlich erstmal durch. Ins Wolkenmeer, bitte. Ja, ich möchte ins Wolkenmeer zurück. La-di-da. Aufwärts. Du-du-du-du-du-du-du-du-tum-ji-tum-ji-tum-tum-tum. Ach, sieh einer an. Ich hoffe mal, der verliert das nicht, wenn ich jetzt hier durch das Ding fliege. Oh Gott. Vergesst das Teil. Da-di-di-da. Wir fliegen aber direkt zu dem... Okay, achso, er fliegt automatisch. Gut, er fliegt automatisch hierhin. Die Sicherung ist da ein praktisches Windradpropeller. Bitte sehr. Klonk. Ruf mich jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Für die wehrhafte Pfeife fliege ich bis zum Ende der Welt. Ich wette mal, da muss der auch irgendwann noch hin. Ich sehe es kommen. Oh, ist das nicht der kleine Propeller von unserem Roboter von unserem Duroko? Ich glaub's nicht. Das ist doch unglaublich. Du hast also tatsächlich den Windradpropeller aus der Welt unter den Wolken geholt. War das die ganze Gerede von Durokos Ahnen am Ende wirklich wahr? Ich fasse es nicht. Da wird der Wolkenhort in sein Nest ver... Nein. Da wird der Wolkenvogel in seinem Nest verrückt. Mein Gott. Aber gut, ich kann ja mal versuchen, das Windrad hier zu reparieren. Komm, mach hin. Das hier und das dort. Und das dann noch hier. Du sollst nur den verdammten Propeller anbringen. Das sollte es gewesen sein. Wenn du den Propeller dazu kriegst, sich zu drehen, kannst du das große Windrad wohl jetzt ausrichten. Galen, Galen! Oh, so ein Ärger. Meine Frau hat mich gebeten, den Schrank in unserem Haus zu reparieren.
Sie ist ständig auf der Suche nach irgendjemandem, der irgendwas für sie erledigt. Dann bis später, Link. Okay.